Dreißigjährigen Krieg gab es Landsknechte. Landsknechte, das waren sehr, sehr derbe Gesellen. Das waren Söldner. Also Leute, die sich verkauft hatten für Kriegsdienste. Und sie haben mal der einen, mal der anderen Seite gedient, je nachdem eben, wer sie gerade angeheuert hatte. Und diese Landsknechte hatten einen Spruch. Und dieser Spruch hieß: Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Die verschiedenen Heere und Gruppierungen hatten so ihre Lieder, ihre Hymnen, ihre Schlachtrufe, und es war einfach die Aussage: Derjenige, der mich anheuert, dessen Brot ich esse, der mich also bezahlt, na, dessen Lied singe ich eben. Ich singe das Lied von der Gruppe, wo ich eben jetzt gerade angeheuert bin. Und da hatten die einen eben das Lied und die anderen ein anderes Lied und eine dritte Gruppe noch ein anderes Lied, und eben das hat man dann eben gesungen. Derjenige, der mich angeheuert hat, wo ich mein Brot bekomme, der ist derjenige, der bestimmt, welches Lied ich singe. Ich dachte darüber nach: Welches Lied singen wir? Welches Lied singst du in deinem Leben? Und da gibt es ja durchaus eine ganze Fülle von unterschiedlichen Liedern, die wir so in diesem übertragenen Sinne in unserem Leben singen können. Beispielsweise das Lied der Welt, wo es um Erfolg, Ruhm, Ehre, Geld, Karriere und so weiter geht. Das Lied der Welt. Viele von uns singen dieses Lied, weil sie denken, das ist daher, wo ich mein Brot bekomme. Ein anderes Lied ist das Lied des Fleisches, wo es um Lustbefriedigung geht, um Gier, Rücksichtslosigkeit, Sucht oder was auch immer. Das Lied des Fleisches. Triebe, die befriedigt sein wollen. Noch ein anderes Lied ist das Lied der Seele. Da könnte beispielsweise Manipulation, Gebundenheiten oder auch Überbewertung von Emotionen, von Eindrücken und sowas reinfallen. Irgendwelche Dinge, die seelisch sind. Es gibt zahlreiche Lieder. Und die Welt bietet uns alles Mögliche an, was wir singen können. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Und sie sagen: Hier, sing mein Lied, sing mein Lied. Weißt du was? Wir sollen das Lied des Herrn singen. Wir sollen das Lied Gottes singen. Deshalb sind die Psalmen auch so wichtig für uns, weil sie singen das, was eigentlich die Wahrheit ist. Der Herr ist unser Versorger. Wir essen im wahrsten Sinne des Wortes sein Brot, und wir sollen sein Lied singen. So lesen wir in der Offenbarung: Und sie singen das Lied des Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott, Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nation. Das ist das Lied, das wir singen sollen. Das Lied des Lammes, das Lied des Herrn. Die Bibel fordert uns auf, ein neues Lied zu singen. Ein Lied, was Gott die Ehre gibt. Und für mich persönlich ist da ein ganz grandioser Text, Psalm 145. Das ist ein Lied, wo ich sage, das ist es wert, ein Lied des Lebens zu sein. Ein Lied, das man singen kann. Ein Lied, was man dem Herrn gegenüber singen kann. Da heißt es unter anderem: Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen immer und ewig. Täglich will ich dich preisen. Deinen Namen will ich loben, immer und ewig. Groß ist Jahwe und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Und so weiter und so weiter. Ein gutes Lied. Überleg einmal, welches Lebenslied du singst. Und vielleicht ist es an der Zeit, ein neues Lied zu singen. Ein Lied, was dem Herrn die Ehre gibt. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich.